Yo Leute und herzlich willkommen auf dem Player Sub Channel. Ich bin euer Silfi. Wir haben schon sehr lange keine Kisten mehr geöffnet, was daran liegt, dass ich so oder so schon alles hatte. Aber jetzt gibt es ein paar neue Skins. Ey, die sind ja auch. Ah, cool, die sind auch mal draußen. Jetzt gibt es ein paar coole neue Skins und das Interessante ist, Fnatic hat gegen Royal Never Give Up gespielt und das bedeutet, dass es. Also es gab dort ein paar Baron Fights und ich glaube Pentakills. Triggern sowas auch. Ich weiß aber nicht, ob es Pentakills gab. Das bedeutet, dass es jetzt mehr Legendary Skins gibt. Also die Drop-Chance für Legendary Skins und alles und jenes aus Kisten wurde erhöht. Und dann dachten wir, komm, machst du nochmal ein Kisten öffnen. Ich habe auch nochmal eine Honor-Capsule, die ich auch nochmal gleich aufmachen werde. Und wir machen wieder genauso wie dieselben Regeln wie letztens. Für jeden Legendary, den ich ziehe, wird es ein Riven-Gameplay geben. Ihr wisst genau, ich bin scheiß mit Riven. Und ihr wisst genau, ich hasse Riven. Legit, ey, in meinem letzten Gameplay haben mich so viele geflamed, ne? Da waren irgendwelche Silberspasten dabei, die dann meinten so, Selfie, bei Riven musst du nach jedem Auto-Tag, nach jeder Fähigkeit einen Auto-Tag machen und den musst du canceln, das kann sogar ich. Digga, Bruder, wenn du Mechanics hast, um Riven zu spielen, dann gehörst du nicht in Silber rein. Egal. Na, dazu kommen wir später. Ich mach erstmal diese Honor-Kapsel auf, die habe ich heute Morgen erst bekommen, weil ich ja ein sehr ehrenhafter Spieler bin. Gucken wir mal nach, was hier drin ist. Und... Pop. Na toll, Key Fragments. Okay. Wir kaufen uns, also wie gesagt, Leute, ich krieg da generell eh mal sehr viele Legendary Skins, ne? Das wisst ihr auch. Ich hole die hier. Selbst wenn es hier keine erhöhte Drop-Chance gibt. Ich kann mir auch noch ein Emote kaufen, oder? Ich habe ein neues Emote. Ne, 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 ne. Okay, warte mal, welches hole ich mir? Jetzt lass mich nachdenken. Leute, Frage an euch. Welches dieser Emotes ist das, die gibt's auch, welches dieser Emotes ist für euch das Beste zum BM? Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Oder habe ich gar nicht nachgedacht, oder? Lass mal nachgucken. Ich glaube, ich nehme das hier, oder? Ich glaube, ich nehme das hier. Lass mich nach. Oh, 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 nein, ich nehme Angry Kitten. Ich nehme Angry Kitten. Ich habe ja bereits den Six, ne? Plus Dingens. Aber okay, darum geht es ja gar nicht in dem Video. So, ich habe hier nochmal... Aber die hier kann ich auch nochmal machen. Okay, jetzt gucken wir nach. Oh, ihr heiligen Götter. Ich hoffe, ihr segnet mich mit wunderschönen Skins und mit sehr... Warum sind die überhaupt verschieden? Und mit sehr guten Rerolls. Ey, Malten! Zwei Eigens? War das jetzt eine gute Kiste? Oder war das... Oh, ich glaube, weil ich mehrere gleichzeitig aufgemacht habe. Okay, okay, whatever. Ramos ist nicht ganz so cool, ne? Ich kann mir was Cooles vorstellen. What the fuck? Yo, yo, yo! Okay, so viel zum Thema erhöhte Chance, Legendary Skin zu bekommen, ne? Sehr guter J-Skin, by the way. Ich glaube, das ist sogar der... Nee, Arklang ist der Beste. Firefang Warwick. Oh, ist auch ein ganz cooler Skin. Debonair-Wahl. Okay. Ey, wo sind denn die ganzen guten Skins? Es könnte sein, also so wie es bis jetzt aussieht, dass das hier das erste Opening ist, in dem ich keinen Legendary Skin bekomme, oder? Pentakill. Okay, ein Icon. Noch ein Icon? Hä? Hä? Jetzt seriously? Okay, ich hoffe mal, dass die Reroads gleich um einiges besser werden. What the fuck? Okay, machen wir hier nochmal 5 auf. Okay, okay, Bewitching Morgana. Pentakill Katos. Ultimate. Also ich habe ja gesagt, Legendary, ne? Ich denke mal, Ultimate können wir dazu mitzählen. Ist ja sogar teurer als ein Dingens. Ich glaube, das ist sogar legit das erste Mal, dass ich ein Ultimate aus der Kiste gezogen habe. Aber okay, Leute, das Wichtige ist jetzt der Teil des Reroads. Wobei ich jetzt mal nachgucken muss, wie viele Skins mir überhaupt fehlen. Warte mal, ich kann einmal, ich kann zweimal, ich kann dreimal rerollen. Das sollte eigentlich passen. Okay, Leute, ihr wisst, es gibt jetzt ein Riven-Gameplay für euch. Super geil. Sind die neuen Skins überhaupt geil? Frag ich mich gerade überhaupt. Ich weiß nicht, ob die wirklich geil sind.
Was haben wir hier? Super Galaxy. Na, ich glaube, mir fehlt jetzt nur noch der. Der Annie, oder? Ich glaube, Annie. Dann habe ich, glaube ich, auch eh wieder alle Skins, die es gibt. Oh oh. Mir fehlt ein Skin, oder? Store. Skins. Oh mein Gott, mir fehlt ein Skin. Ich hätte sie hier kaufen müssen! What? Oh, ich bin zu behindert. Ich hätte alles haben können. Ich hätte alles haben können. Nein! Oh. Ich dachte, die sind in den normalen Kisten. Fuck. Heißt das gerade, ich habe... No dupes. Na! Ich habe 20 Euro für nichts rausgeworfen. Verdammt. Verdammt. Leute, mir fehlt der Annie-Skin. Warte mal. Fick mein Leben, Okay. Wenigstens habe ich ja noch meine geliebten Icons. Also jetzt sag nicht, ich habe auch alle Icons. Oh Mann, ich habe die sogar auch. Die habe ich auch, oder? Yay! Hey, hey. Zum Glück habe ich nicht schon 5 Millionen Icons. Oh, Leute, ich bin traurig. Also Leute, wenn ihr dieses Video seht, ja, und ihr wollt euch selbst Kisten kaufen und ihr denkt euch, ey komm, Digga, der Silfi meinte, es gibt eine erhöhte Chance, was weiß ich auch, dann geht ihr auf Skins bitte drauf. Und holt euch diese Kisten hier. Mystery Chest und Mystery Skin. Warte mal, ich glaube da... Ach ja, stimmt. Ich glaube, ab hier gibt es generell immer bessere Skins, oder? Ich bin mir hier nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall macht nicht denselben Fehler wie ich. Tut es eurem Kindergeld nicht an. Tut es euren Kindern nicht an, die kein Taschengeld bekommen. Sondern holt euch hier einfach die richtigen Kisten. Aber okay, Leute, noch einmal kurz für euch. Das hier war es auch an sich mit dem Hauptteil derjenigen, der hier fürs Kistenöffnen da war. Ihr könnt dann gehen. Was für euch wichtig ist, ist, ich habe die letzten Tage, nein, ich habe eine Woche oder so nicht gestreamt, was halt einfach daran lag, dass wir hier umgezogen sind und alles und jenes. Ab heute bin ich wieder relativ regelmäßig da für euch. Von daher vergesst nicht, in den Stream einzuschalten. Es wird natürlich so wie immer weitergehen. Ich werde auch mal ein paar neue Sachen ausprobieren. Ich werde da auch legit ein paar neue Sachen ausprobieren. Ein paar neue Midlaner, ne? Meine Lux ist besser geworden. Mein Viktor ist auch besser geworden. Weil einige wundern sich jetzt auch, wie Silfi bis zum Midlaner und was weiß ich auch alles. Was mich überhaupt wundert, ich bin eigentlich schon relativ lange in der Midlane. Das war die eine Sache. Die andere Sache war, einige von euch fragen auch nochmal, wie es aussieht mit EOS Erobert NA. Ob das noch weiter gemacht wird. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Weiß ich ja gar nicht. Auf jeden Fall sieht der Stammreffer gerade so aus. René und ich haben vor, das weiterzumachen. Die Season endet ja auch bald. Das heißt, wir werden das wahrscheinlich Richtung Preseason machen. Was hier aber für euch das Wichtige ist, ist, sein PC ist kaputt. Das heißt, da müssen wir noch irgendwie warten. Irgendwie hat er den jetzt eingeschickt. Und der kommt erst am Dienstag an. Und dann dauert das irgendwie 10 Werktage. Und dann schicken die das wieder zurück und alles und jenes. Das heißt, zur Preseason wird das Ganze auf jeden Fall weitergehen. Wir werden da halt auch neue Regeln machen, wir werden da nicht mal so rumdörpen, nicht mal viele verschiedene Champions spielen, sondern einfach nur noch Kack drauf, ob ich dann 5-mal hintereinander Azir spielen werde oder sowas, was ich wahrscheinlich eh nicht machen werde, weil René in der Mitte ist. Sondern es geht darum, dass wir wollen einfach gewinnen, wir wollen einfach straight up climben, weil einige sich da beschwert haben, dass es nicht wie Champion FIFA gibt, andere meinten, oh, ihr nehmt das nicht so ernst und so weiter und so fort. Das Wichtigste für euch aber ist, wir werden eine neue Reihe anfangen. Dazu wird die Tage ein Video kommen. Und zwar hatten René und ich eine Argumentation, dass ich der Meinung bin, also das ist jetzt einfach nur mal so kurz, ne, dass ihr schon mal Gedanken darüber machen könnt. Ich bin der Meinung, wenn jemand in Low Elo Mechanical gut ist, sollte er locker climben können. Das heißt also, wenn einer auf Low Elo
nehmen wir mal einen Yasuo, der spielt seinen Yasuo auf Challenger-Level, auf der Lane, ne, mechanisch, bin ich der Meinung, dass er danach climben sollte. Locker. René ist der Meinung, dass es nicht so sein sollte. Wir werden dafür nochmal ein riesiges Video haben, ein Riesenprojekt, was wir mit euch zusammen machen. Ganz wichtig, dass ihr euch dann darüber schon mal so ein bisschen Gedanken macht, weil wir werden das wird über einen Monat laufen und so weiter und so fort. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Aber ja, Leute, das hier war es auch nochmal mit den neuesten Informationen, mit dem ganzen Kram. Stream-Link und in der Beschreibung, nicht vergessen. Ich bin aber auch erstmal weg. Tschö, tschö, hau die rein und bis zum nächsten Mal.